dann schaue ich auf YouTube und die liebe Jess hat das Ding genäht. Ich werde mich mal in eine Schuhe begeben und werde jetzt mal ihrem Tutorial folgen. Sie schreibt irgendwas mit 5 cm minus 17. Ich check's nicht, wahrscheinlich bin ich zu blöd, aber sie zeichnet da eindeutig 9 cm ein. Also mach ich das. Da sagt schon mal, oh, ich habe gerade keine Ahnung, wo mein Maßband ist, weil so oft brauche ich das. Ich habe da tatsächlich einen Zahnpastafleck auf meinem Oberteil. Hello, my lovelies. Hey, meine Lieben, hier ist die Kathi aus dem Schnitt und wie ihr erkennt, bin ich tatsächlich wieder in Wien, weil was ich damals noch nicht wusste, als ich dieses Video gedreht habe, ist, dass ein paar Tage später wurde der Lockdown in Österreich verkündet. Dadurch habe ich quasi keinen Job mehr am Theater, weil das Theater schließen musste. Und dementsprechend bin ich jetzt wieder in Wien. Ich habe mir aber gedacht, dass ich euch das Video trotzdem online stelle, weil ich finde, das ist eigentlich ein super Video geworden. Das ist irgendwie lustig. Mein Struggle. Und ja, in Zukunft kommen jetzt die Videos wieder aus meinem Zimmer mit der gewohnten Oberfläche etc. Und ich werde wahrscheinlich ein Dezember Lockdown Special machen, will heißen, es wird jetzt ziemlich wahrscheinlich im Dezember 2 Videos die Woche geben. Also, vielleicht wollte es ja die ein oder andere Person. Also, viel Spaß beim Video. Und ich habe vor kurzem auf Pinterest so ein ganz geiles Two-Ways-Kleid gesehen. Und das hat mir so gut gefallen und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, das nähe ich nach, so in etwa. Und dann schaue ich auf YouTube und die liebe Jess von Jess Deng hat das Ding genäht. Ich weiß es nicht. Das Witzige ist ja, es gibt ja sehr, sehr viele Näh-YouTuber aus den verschiedenen Ländern auf YouTube. Ich habe da ja mal ein Video gemacht und so. Natürlich passiert es manchmal, dass man ähnliche Designs macht, weil natürlich lässt man sich von den Sachen inspirieren und wenn dann irgendwas Trend ist und sowieso überall verkauft wird, dann lässt man sich oft bei denselben Sachen inspirieren und dann kommen diese Teile oft sehr ähnlich raus manchmal und es ist natürlich dann auch durch die ganze Zeit, so im Sinne von Winter, Sommer und so, oft more likely, dass man hin und wieder was näht, was ziemlich ähnlich ist wie was vom anderen. Aber bei keinem anderen passiert mir das so oft wie bei der Jess. Ich schwöre euch, das ist so nervig schon. Also richtig, richtig schlimm. Manchmal ist es sogar so, dass ich halt mein Teil schon fertig habe und ich gerade am Video schneiden bin und sie bringt ein Video raus, wo ich mir denke, oh mein Gott, der schaut so ähnlich aus. Und also bei ihr ist es am schlimmsten, bei allen anderen, da die Styles und sowas sind so unterschiedlich, dass das eigentlich okay ist. Aber bei ihr ist es wirklich, wirklich ganz furchtbar. Anscheinend haben wir denselben Geschmack und folgen den gleichen Pinterest-Pinwänden. Aber ja, dann habe ich mir gedacht, okay, fuck it, dann mache ich was anderes. Aber ich will dieses Kleid unbedingt machen und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich werde jetzt kein Konkurrenz-Tutorial drehen, weil das finde ich ein bisschen kindisch, ich weiß auch nicht so, wer macht's besser? Ich werde hingegen mal was anderes probieren, weil das habe ich auch noch nie gemacht. Ich werde mich mal in eine Schuhe begeben und werde jetzt mal ihrem Tutorial folgen. Da sie viel ausmisst und sowas und ich das ja eigentlich nicht tue, ist es sicher out of my comfort zone und ich nehme jetzt euch da einfach mit, wie ich das probiere nachzunähen und ja, wird witzig, ich freue mich irgendwie drauf. Also ich freue mich irgendwie drauf, mal die Verantwortung abzugeben und einfach mal ein bisschen, ja, anders an ein Projekt ranzugehen und ich bin sowieso so fertig mental, also es passt eh, dass es halt ein bisschen was entspannter ist. Cheers to that. Und ja, bevor es jetzt weitergeht, ich schaue ganz, ganz furchtbar aus. Ich habe da vorne in den Spiegel geschaut. Egal. Ich drehe das jetzt fix nicht nochmal, das macht viel zu anstrengend. Ja, da kommen wir schon zu unserem ersten Problem. Ich glaube, ich habe gar keine 3 Meter. Obwohl, das war schon wahrscheinlich 2,5. Wird sich schon ausgehen. The first step is making the back bias of the dress. I can't over table with... Das erste, was ich brauche, ist anscheinend ein Rechteck mit meiner Hip-Umfang und die Länge, die ich haben will. Ne? Da fange ich schon mal, oh, ich habe gerade keine Ahnung, wo mein Maßband ist, weil so oft brauche ich das. Gut, also dann, boah, ich sehe gerade, ich habe da tatsächlich einen Zahnpastafleck auf meinem Oberteil. Wir ignorieren das. Das ist nichts anderes, was ihr Dirty Minds jetzt vielleicht denkt. Es ist Zahnpasta. Oh, wow, das ist weniger geworden. Ist 96. Und hier auch 96. 96 und 96. Leicht zu merken, das ist zwar kein Rechteck, das ist ein Quadrat, aber ist egal. Which is the lead from above my breast?
Wow. Die Frau ist so groß. Oh mein Gott, das ist 112 cm bei ihr. Oh, das ist way downer, my knee. Oh mein Gott, ich bin so winzig. Ah ja, nur zur Info, ich glaube, das erwähnen sie auf ihrem Kanal nicht. Ich tue beim Fadenlauf bei sowas immer schauen. Also hier haben wir ja, hier ist ja die Webkante. Also da ist sie jetzt nicht mehr, weil ich habe sie weggeschnitten. Aber das ist ja, der Fadenlauf geht in die Richtung. Und bei mir ist es ja ein Viereck jetzt. Aber theoretisch, wenn es jetzt nicht ein Viereck war, würde ich die Länge mit dem Fadenlauf messen. Und die Breite ist quasi quer. So mache ich immer alle meine Kleidungsstücke. Also ich tue sie quasi entlang des Fadenlaufs nach unten messen. Gut, der erste Schritt ist, ich markiere hier einfach mal 3,5 cm, schlage dann hier so einen Tunnel ein und der sollte natürlich so breit sein, dass Eiergummi dazwischen passt. Ich habe da die gleiche Gummibreite wie sie benutzt. So, die Seiten habe ich jetzt einfach ihre Maße übernommen, weil vom Visuellen gesehen haben wir sehr ähnliche Oberkörpermaße, also von wegen Brust und sowas, weil mir das ehrlich gesagt auch zu mühsam ist, das alles abzumessen. Also habe ich einfach 6 runter und 9 rüber gemessen, so wie sie das gemacht hat. Und bei der Länge des Oberteils nimmt sie 22, das ist bei ihr über der Brust bis zu etwa 3 cm über dem Bauchnabel gemessen und das ist bei mir 22, wäre hier, da ist mein Bauchnabel, das sind etwa 3 cm. Also auch das Maß stimmt in etwa bei uns überein. Wir haben ziemlich genau das gleiche Brustgröße, glaube ich. Von dem her wäre ich, glaube ich, in Zukunft einfach ihre Maße nehmen und nicht mal alles abmessen, das ist mir echt anstrengend. Ich hätte halt einfach da an der Seite ein bisschen was weggeschnitten und das nicht gemessen, aber ich fühle mich sehr sophisticated so far, muss ich sagen. So, und jetzt messe ich da 22 cm nach unten. Das wäre mein ganzes Shirring-Oberteil-Teil. Und wichtig ist da, dass ihr die Markierung auf der schönen Seite des Stoffes macht, weil die muss dann beim in eurer Nähmaschine oben liegen und euch anschauen. Also von dem her nicht auf die schiere Seite die Markierung machen, sonst auf die schöne. Und hier tue ich mir noch ganz vorbildlich sogar die Linien markieren, wo ich dann das Shearing setze, wo ich so alle 1,5 cm. Und hier sieht man, wie ich jetzt diesen elastischen Faden auf meine Spule mit der Hand aufspule. Ihr braucht dafür nur die Unterspule und wie schon gesagt, mit der Hand funktioniert das für mich am besten. So, Dali, und das Ding kommt jetzt in den unteren Bobbin rein, ja, also in die untere Spule. Und wirklich schauen, das war immer mein Fehler, dass das hier richtig einrastet. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das muss man ein bisschen mit Gewalt durchziehen. Oben ist ein ganz normaler Faden eingespannt und ja, ich weiß, ich müsste das schwarz nehmen, das habe ich aber gar nicht da. Und dann tue ich das hier rausfusseln. So, und das ist jetzt eingespannt wie ganz normal. In einem anderen Video habe ich einmal diese ganzen Tipps durchgegeben, weil man konnte da die Fadenspannung ändern und man sollte eigentlich so groß as possible machen und so. Ich bin aber drauf gekommen, dass bei meiner Maschine, dass es am besten funktioniert, wenn ich überhaupt nichts umstelle, sondern es einfach ganz normal nähe. Ihr müsst es manchmal ein bisschen probieren, vor allem die älteren Maschinen zwicken da oft sehr, sehr doof. Aber es gibt da ganz viele tonnenweise YouTube-Videos, die sich nur mit diesem Shearing oder Smoken, je nachdem, befassen. Also falls ihr da Probleme habt, schaut es da mal nach. Bei mir ist es am besten, wenn ich überhaupt nichts ändere. Und jetzt kommen wir zu einem Experience, was ich nie hatte. Und zwar, dass ich eingezeichnete Linien habe. Ich habe das sonst immer mit dem Auge geschätzt. Wow, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich hier gerade erwachsen werde. Man konnte übrigens da vor- und zurücknähen. Das habe ich auch erst mit der Zeit gelernt. Aber innerhalb der Nahtzugabe für später, weil dann habe ich das dann quasi das Zusammennähen auch nochmal fixiert. Also fangt nicht im Kleidungsstück an, sondern schon in der Nahtzugabe. Das hat jetzt gefühlte 300 Jahre gedauert und wie man sieht, habe ich diese Linie nicht wirklich gerade hingekriegt. Also ist es definitiv noch Raum zur Verbesserung da.
Aber ich werde es jetzt kurz mit dem Dampfbügeleisen kurz so ein bisschen abdrücken, weil dann zieht sich das nochmal ein bisschen mehr zusammen und es wird schöner, weil es zieht sich ja dann eher auseinander. Und der nächste Schritt ist dann hier, mein Gummi einzufädeln. Oh, wie schön! Es ist zwar so viel Arbeit, aber das schaut so cool aus, aber ich schwöre, ich musste dann auch erst einmal joggen gehen. Weil ich hatte echt keinen Bock mehr auf irgendwas. So, Dalle, ich schneide jetzt hier mein Gummi zu. Das sind 25 cm und den fädel ich jetzt mit Hilfe von der Sicherheitsnadel in diesen Tunnel rein, den ich vorher genäht habe schon. Und dann natürlich pass auf, dass euch dann der Gummi nicht entwischt hier. Gleich mal das Ende feststecken, damit er nicht in der Versenkung verschwindet. Und dann, wenn ihr den rausgefäselt habt, wieder natürlich auch hier wieder feststecken und dann einfach die Enden kurz absteppen, damit der Gummi nicht mehr verrutschen kann und sowas. Und natürlich kontrollieren, ob der eh glatt liegt. So, das ist jetzt die Rückseite. Ich habe wieder die exakt selbe Breite genommen, weil das ist ja mein Umfang. Und die Länge ist diesmal 12 cm kürzer wie bei der anderen Seite. Also dementsprechend ist es tatsächlich jetzt mal ein Rechteck. Wobei natürlich oben und unten jetzt in dem Fall die längere Seite ist. Also ich habe jetzt wie vorher die kürzere Seite in dem Fall, was halt quasi die Länge des Kleides ist, an der Kante, also an der Webkante quasi abgemessen. Ja, yeah, und jetzt mache ich das Ganze, was ich mit dem Vorderteil quasi gemacht habe, nochmal. Nur, dass ich das eine 22 cm lang nach unten mache, das ganze Shearing, sonst nur 5, Gott sei Dank. Und, aber ich mache das Gleiche mit zuerst diesem fetten Saum, wo dann später der Gummi reinkommt und sowas. Exakt the same. Yeah! Oh Gott, ich hasse Shearing. Also sie schreibt irgendwas mit 5 cm minus 17. Ich check's nicht, wahrscheinlich bin ich zu blöd, aber sie zeichnet da eindeutig 9 cm ein. Also mach ich das. Wahrscheinlich ist es unlogisch und ich check's einfach nicht. Ich messe jetzt 9 cm ab. Gesagt, getan. Hierdurch meine wunderschönen 9 cm markieren und dann natürlich nochmal die Linien. Und wie ihr das vielleicht schon richtig gesehen habt, ich habe es zuerst fälschlicherweise auf der schieren Seite des Fabrics markiert, aber natürlich bitte auf der schönen Seite markieren und dann wieder durch die Nähmaschine durchsausen lassen und immer wieder wiederholen und cha-cha-cha. Es war ein Spaß, sag ich ja. Oh Gott. Und dann für hinten hat es jetzt 33 cm genommen. Ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein hätte ich lieber da auch weniger langen Gummi verwendet. Dann messe ich mir meinen Unterbrustumfang und tue das durch 2 dividieren plus Nahtzugabe, also 2 cm, das sind 38. Ich habe jetzt quasi ein Rechteck mit 22 cm Höhe und diese 38 cm Länge. Tue dann wieder die 9 cm und 6 cm einzeichnen und verbinde das Ganze miteinander. Und das Ding brauche ich 4-mal, 2-mal links und 2-mal rechts. Die Jess sorgt da ganz detailliert, wie sie das da jetzt runtermisst mit den Darts und so. Vermutlich, da wir ähnliche Brüste haben und alles, sag jetzt mal so vom Aussehen, wird das bei mir wahrscheinlich wunderbar funktionieren. Ich zeige euch jetzt nur die Art und Weise, wie ich es normalerweise mache, weil ich das nie abmesse. Und es hilft vielleicht einigen von euch, die ein bisschen anders gebaut sind wie sie und ich, dass ihr euch das ein bisschen mehr, weil ich glaube mit 2 cm sind da bei vielen einfach, ist da einfach zu wenig. Und ihr könnt es einfach hier so auflegen und das, das soll ja unter der Brust sein. Und dann ziehe ich das einfach so nach oben, damit das da so hängt. Und das da ziehe ich jetzt wirklich gerade rüber. Und da entsteht dann automatisch, seht ihr das? Da steht da so ein überhängendes Ding. Und wenn ihr das so zusammendrückt, so, dann habt ihr da einen Dart schon. So einfach ist das. Ein bisschen aus, ich muss das ein bisschen kneten, sodass es richtig fällt. Und schon habe ich hier so einen Dart, der automatisch nach unten geht, am Tick. Also er geht nicht diagonal, also er geht nicht waagrecht rüber, sondern es geht ein bisschen diagonal nach unten, wie sie das eben auch macht bei sich. Und ich habe hier die 2 cm ziemlich genau, wie sie eben auch. Aber ich könnte das dann eventuell mehr sein, wenn ihr größere Brüste habt oder so. Und so kennt sie auch ganz einfach und da steckt sie dann fest. Ihr müsst es natürlich dann, jetzt, das habe ich jetzt die schöne Seite ausnehmen, macht das natürlich andersrum. Und dann habt ihr quasi, könnt ihr das feststecken, mit einem Stift nachzeichnen und dann habt ihr eine Schablone für eure Darts generell. Hier mache ich das so, wie sie das gemacht hat. Ich habe 6 cm nach unten gemessen. Den ganzen Dart wird 2 cm lang. Dann habe ich 8 cm im rechten Winkel nach innen gemessen und das Ganze mit dem unteren Dings wieder verbunden. Und so habe ich dann einen vorgezeichneten Dart gehabt, den ich dann einfach hier so rechts auf rechts übereinander lege, feststecke und zusammennähe. Und dann habe ich nur 2 lange Bänder, die ich in der Hälfte falte, zusammennähe und das
Ganze dann umdrehe. Das wären meine Schlaufenbänder und das mache ich hier einfach mit dem Stift. Funktioniert bei dieser Größe wunderbar. Und dann natürlich schön glatt bügeln, damit die Kanten schön knackig sind. Und das Ganze tue ich jetzt zwischen Sandwichen, zwischen zwei Oberteilteile. Dann nehme ich natürlich ein rechtes Oberteil und ein linkes Oberteil, tue das eben dazwischen sandwichen, wupp, wupp, wupp. Und näht es dann hier zusammen. Und da müsst ihr aufpassen, vor allem bei dem unteren Teil, dass ihr da auf Versehen nicht das Band mit einnäht. Wirklich nur ganz vorne am Spitz quasi quer rübernähen. Und das könnt ihr dann umdrehen. Das schaut dann so aus. Das müsst ihr dann nur noch glatt bügeln, damit es auch wieder hier schön knackig ist. Und dann könnt ihr das hier einfach niedersteppen, damit das nicht auseinanderfällt. Und dann können wir das Ganze schon zusammennähen. Ich nehme jetzt das Teil mit dem größeren Shearing Part und würde jetzt erst einmal meine zwei Oberteile dran pinnen. Und zwar vom Armloch quasi nach unten. Und wenn ich das gemacht habe, auch hier auf der anderen Seite, ich fange beim Armloch an und pinne es dann so weit wie es geht nach unten, nehme ich jetzt den Teil mit dem kleineren Shearing und da lege ich jetzt den unteren Shearing Teil an den unteren Shearing-Teil von dem Teil mit dem längeren Shearing. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, dass die zwei sich auf jeden Fall treffen. Und das pinne ich jetzt nach oben. Über das schon vorhandene Oberteil drüber, ne? Weil das ist ja da auch schon nur dazwischen gesandwicht. Und das, der tut sich ein bisschen überlappen. Aber das ist wurscht. Das soll so sein. Ich pinne es einfach jetzt straight nach oben. Die Jazz macht das auch ein bisschen anders. Aber ich finde, so ist leichter. Hierdurch auch wieder den unteren Shearing-Part zusammenpinnen. Und dann einfach straight nach oben. Und ja, und dann könnt ihr die ganze Seitennaht schließen bis ganz runter. Und natürlich bei der anderen Seite auch. Und natürlich Versäubern nicht vergessen. Und wir haben den nächsten Tag. Guten Morgen. Ich bin wieder da. Ich habe gewaschene Haare. Ich habe keinen Zahnpastafleck auf meinem Oberteil. I'm ready to go. Ich bin gestern eigentlich ziemlich weit gekommen. Ich habe eigentlich das ganze Main-Kleid jetzt einmal zusammennäht ohne Ärmel. Und ich habe es noch nicht gesäumt. Und natürlich, bei ihr schaut das noch cleaner aus. Also im Sinne von noch besser abgemessen und so. Aber ich hatte gestern nur den crazy experience. Wie ich das Vorderteil und das Rückteil von meinem Kleid zusammengenäht habe, hat das komplett von der Länge her aufeinander gepasst. Wow, schockierend, wenn man es abmisst, I know. Aber das ist was, das wo ich normalerweise eben nicht habe, dieses Experience. Also ich tue halt dann normalerweise bei einem Teil einfach den Saum unten dann kürzen. Mein Trick dabei ist eben einfach alles immer von oben nach unten zusammenzunähen, weil oben bin ich meistens darauf angewiesen, dass da irgendein Naht oder sowas sich treffen muss quasi und unten beim Saum schneide ich dann einfach das weg, was zu viel ist. Aber in dem Fall musste ich das gar nicht. Crazy times. Und jetzt werde ich den Saum einfach säumen, also zweimal umschlagen und dann geht's schon an die Ärmel. Also ich wäre halt fix fertig. Cool. Also bisher muss ich echt sagen, super verständlich das Tutorial. Not bad, Jess, not bad. Für die Ärmel nehme ich die gleiche Länge wie sie, das sind 55 und dieselbe Breite, das sind 70. So, ganz kurz zu meinem Masterplan. Diejenigen, die Jesses Tutorial schon gesehen haben, die werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Kathi, was machst du da? Ja, ich habe da ein bisschen einen anderen Approach als sie, aber man muss dazu sagen, dass beide super gut funktionieren und ihre ist tatsächlich auch sauberer, obviously. Ich meine, es ist jetzt nicht so die Überraschung, dass ihre sauberer ist, aber ist wurscht. Ich habe eben dieses Viereck, so wie es ist, so wie ich es ausgeschnitten habe, das Ärmelviereck, eben oben den Tunnel genäht, unten versäubert und dann schon den extra innerhalb Tunnel schon aufgenäht in dem Zustand von dem Viereck. Ich finde, dass meine Version jetzt in dem Fall leichter ist für Anfänger und ihre ist definitiv sauberer. Sie macht es ja so, dass sie bei dem Viereck eigentlich nur diesen oberen Tunnel näht, dann legt sie das zusammen, schneidet quasi die Ärmelversion aus, näht dann den Ärmel zusammen, tut ihn dann unten versäubern, damit quasi die Versäuberung einmal rumgeht, ohne dass da irgendeine Naht drin ist quasi. Und dann macht sie diesen Innerhalbtunnel, tut den zusammennähen, also einen Tunnel quasi, den Tunnel in den Arm stülpen, den da festnähen, dann diesen Gummi einfädeln und dann weitermachen. Was super fein ist und eine super legit Methode und wie schon gesagt, sie ist auch sauberer. Aber falls ihr einen Anfängersatz oder sowas, ist diese Methode, die ich jetzt mache, ein bisschen leichter. Also wie schon gesagt, ich habe das jetzt alles im flachen Zustand angenäht, weil dann müsst ihr da nicht umeinander hantieren, während das alles schon zusammengenäht ist. Und wie es jetzt weitergeht, zeige ich euch
Jetzt. So, ich habe das jetzt auch zusammengefaltet, markiere hier 6 cm, da 6 cm und hier unten 9. Das sind wieder die berühmten 6 und 9 cm. Und dann verbinde ich das miteinander und schneide das gleich so Pi mal Daumen aus. Dann habe ich hier 22 cm ist mein Gummi, den ich jetzt hier einfädle wieder im quasi normal glatten Zustand und tue das rechts und links quasi verriegeln. Und dann tue ich erst den ganzen Ärmel schließen, dabei lege ich zuerst Gummi auf Gummi, dass das übereinander ist. Und eben wie schon gesagt, ich habe das ja unten schon vorher gesäumt, weil meistens lege ich einfach alles übereinander und nähe das rechts auf rechts zusammen. Wie schon gesagt, gesäumt ist ja jetzt schon. Jetzt habe ich hier diesen wunderschönen Ärmel und kann dann oben den anderen Gummi, das sind 30 cm, als letztes einfedern. Ich finde wirklich, dass das die einfachere Methode ist. Und genau, und jetzt nehme ich die zwei Ärmel und tue sie quasi in das verkehrt rumme Kleid rein, damit sich rechts und rechts küssen und tue zuerst immer die Achselnaht quasi aufeinander stecken und dann einfach so nach vorne führen. Und es hat eh gut funktioniert. Also es, ich musste da nicht wirklich viel arrangieren, weil das ist ja abgemessen. Wow, Kathi, ein Wunder. Und du das jeweils rechts auf rechts einfach zusammennähen und versäubern. So, ich habe jetzt das Kleid schon an. Ich habe gerade das Outcome gefilmt und das seht ihr jetzt auch gleich alles so full-Dings. Ich liebe es, es ist so cool. Ich meine, ich fand es schon cool bei diesem einer Pinterest-TikTok-Ding, was ich gesehen habe. Und mir gefällt es auch wirklich voll gut, auch mit dem Muster und so, aber wenn man jetzt vielleicht nicht so gut den Schnitt erkennt. Das würde man halt besser bei einem einfarbigen Kleid erkennen, obviously. Aber ich bin froh, dass ich es aus Muster gemacht habe, weil ich stehe auf Muster. Kleider mit Muster sind geil. Ich muss sagen, das Einzige, was ich ein bisschen kritisiere, ist, dass es für mich, ich habe mich an die Abmessungen gehalten und sowas, es ist mir ein Tick zu locker. Also ich hätte so ein Kleid gerne ein bisschen tighter. Ich finde zwar den Rocker voll schön weit und der würde dann natürlich weniger weit werden, wenn ich es oben enger machen würde quasi und nicht weiterhin diese Rechteck-Konzeption haben würde. Es ist mir ein Tick eben zu locker, aber natürlich hätte ich da jetzt auch nicht einfach blind vertrauen können und einfach eine Pomme anprobieren, feststecken, drüber nähen und es dann einfach so enger nähen und dann beim Rock wieder auf. Hätte ich natürlich machen können, hauptstört. Also es ist my schuld anyway. Ich sage euch nur, falls ihr das nachnäht, dann keep that in mind, dass es vielleicht gleich auch locker sein könnte. Und aber ansonsten fand ich das Tutorial so krass verständlich. Also das sind wirklich Goals. Ich weiß, dass ich da manchmal nicht so verständlich bin, weil ich einfach so in the moment und so. Man sieht halt einfach, dass sie da schon vorher einen Plan hat und dass sie den quasi dann verfilmt, den Plan, weil es einfach so geil strukturiert ist. Und ich mache halt so gerade, wie es mir der Hase läuft und dann ist es manchmal oft nicht so klar, weil ich Sachen auch ausbessern muss, weil die doch nicht so funktioniert haben und so. Also ich bin da definitiv mehr der sehr spontan künstlerische Typ. Aber es hat mir trotzdem wohl Spaß gemacht, einfach einmal das Hirn auszuschalten und ihr YouTube-Video einfach zu verfolgen. Also von dem her, lasst ihr auf jeden Fall auch ein Like da, wenn ihr das Video cool fand. Also auf jeden Fall schaut bei ihrem Channel vorbei. Don't forget, wahrscheinlich kennt sie ihn eh schon, also viel Spaß beim Ergebnis. So, da haben wir den Vorherstoff, wunderschön. Und hier ist das Outcome, wupp, wupp. Und hier trage ich die Version, dass ich das vorne halt binde. Also vorne ist jetzt der Wickel-Oberteil-Part und hinten ist das komplette Shearing. Ich liebe diese Art und Weise, wie schon gesagt, vorne, dieser oberste Gummi, der das Shearing vorne hält, ist mir ein bisschen zu locker. Ich verstehe nicht, warum sie den früh weitergemacht hat wie den anderen. Ich hätte ihn kürzer gemacht, also könnte ich das Kleid nochmal machen. Aber ich liebe es, auf diese Art und Weise zu tragen. Also dieses Wickelding vorne ist richtig, richtig, richtig lässig. Und ja, aber das kann man auch ganz leicht andersrum anziehen, weil das tut man dann einfach aufmachen. Dann dreht man das einfach um und zieht es wieder an. Und diesmal wickelt man es einfach hinten rum und tut es einfach vorne knoten. Und schon hat man den anderen Tragestil. Und das ist halt auch echt richtig cool, weil diese Shearing-Oberteile, die waren ja auch super Trend da im Sommer. Und das wird sicher nächsten Sommer immer noch Trend sein, weil es ist einfach super casual und lässig und cool und trotzdem figurbetont, aber irgendwie auch umschmeichelnd. Also ich finde es richtig, richtig, richtig lässig. Ja, also das war's von mir für dieses Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffe ich. Und übrigens für die, die es noch nicht wissen, ich habe ganz, ganz viel nähtechnisch vor im Dezember. Also stay tuned!